Herzlich willkommen bei der Rümmelgruppe. Herr Lotz, mit welchen Themenschwerpunkten geht die Römhead-Gruppe zur diesjährigen EMO Hannover an den Start? Ja, unser Fokus liegt dieses Jahr ganz klar auf der Digitalisierung. Dazu haben wir auch ein eigenes Logo kreiert, um das Produktprogramm, was wir dort entwickeln, auch nochmal besonders zu unterstreichen. Und was bedeutet das ganz konkret im Hinblick auf das Produktprogramm? Ja, wir haben hier, wie im Hintergrund zu sehen, auch das Programm der Elektrospannelemente erweitert. Das zeigen wir auch ganz klar mit integrierter iLink-Schnittstelle, sodass wir auch in Kundenanwendungen relativ einfach Schnittstellen anbieten können. Hält das Thema Digitalisierung auch Einzug bei den ganz konventionellen Spannelementen? Ja, sicher. Wir haben hier im Hintergrund auch hydraulische Spannelemente, bestimmte Funktionalität ausgestellt, die eine integrierte Sensorik haben, wo man somit die Zustandsüberwachung des Elementes auch an übergeordnete Schnittstellen und Systeme übertragen kann. Erhält das Thema Digitalisierung auch Einzug in das Produktprogramm der Maschinen-, Schraubstock- und Nullpunkt-Spannsysteme? Ja, sicher. Wir zeigen hier an zwei Beispielen, dass wir auch in der Gruppe, in der Römmelgruppe, einen sehr intensiven Entwicklungsaustausch praktizieren und somit hier auch Produkte wie das Speedy Connect zeigen, sowie den HBC-Maschinenspannstock von Hilmar mit einer auch wiederum integrierten Sensorik. Was kann ich denn als Kunde vom neuen Pro-Modul von der Römhead-Gruppe erwarten? Das Pro-Modul ist entwickelt worden für vielfältige Anwendungsbereiche, überall da, wo eine hohe Variabilität gefordert ist. Im Grunde als Automatisierungsmodul rund um die Zerspannungsmaschine und entsprechend mit einer Erweiterungsfähigkeit, um dort auch angegliederte Prozesse wie Entgraten, Fügen oder Beschriften auch mit abdecken zu können.